Ja, wir sind jetzt eine Woche genau vor der Wahl und ich will die Gelegenheit nutzen, um eine letzte Videobotschaft an Sie loszuwerden. Ich möchte Ihnen gerne erklären, warum mir das hier alles so sehr wichtig ist und warum ich in den letzten 12 Monaten mit Herzblut und Leidenschaft alles dafür getan habe, am 14. März Ihr Bürgermeister zu werden. Ich bin Limburger, schon immer gewesen und ich werde es auch garantiert bleiben. Mein Heimatstaat liegt mir unfassbar am Herzen und ich habe ein ganz, ganz dringendes Bedürfnis, etwas für meine Heimatstadt zu leisten und die Entwicklung meiner Stadt nach vorne zu treiben. Hier in Limburg lebe ich mit meiner Familie. Hier leben meine Freunde, hier bin ich in vielen Vereinen aktiv und hier bin ich Schulleiter einer großen Schule. Eine Tätigkeit, die ich mit Leidenschaft und Motivation ausübe. Das alles und die Liebe zu meiner Heimatstadt hat mich vor 20 Monaten dazu bewogen, meinen Hut in den Ring zu werfen. Der Online-Wahlkampf war sicherlich sehr, sehr anstrengend und ein ganz anderes Format, wie ich das vor 20 Monaten noch auf dem Zettel hatte. Ich hoffe, dass sie meine kreative und vielleicht etwas andere Art des Wahlkampfes angesprochen hat und dass ich sie vielleicht auch ein klein wenig begeistern konnte. Der Wahlkampf war eine tatsächlich harte, aber schöne Zeit mit vielen Erfahrungen. Und es ist jetzt Zeit, Danke zu sagen. Ich möchte mich bei allen meinen Freundinnen und Freunden, bei den Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken, die mir in den letzten 12 Monaten so sehr zur Seite gestanden haben. Das ist für mich überhaupt nicht selbstverständlich und das ist etwas, was ich nicht vergessen werde. Und jetzt freue ich mich auf die Wahl am 14. März. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Ihr Stefan Dorks.